Willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe zur didaktischen Interpretation. In diesem Video geht es um die Weiterentwicklung der Gedanken zur didaktischen Interpretation, die Christoph Richter im Jahr 1976 im Buch Theorie und Praxis der didaktischen Interpretation von Musik vorgenommen hat. Christoph Richter wurde 1932 geboren und genoss eine sehr breit gefächerte Ausbildung. Er arbeitete zunächst zwei Jahre als Orchestermusiker und dann als Musiklehrer in Schleswig-Holstein. Baute von 1970 bis 1973 die Schulmusikabteilung an der Musikhochschule Lübeck auf und wechselte dann an die heutige Universität der Künste nach Berlin. Dort war er mehrfach Dekan und zuletzt auch Vizepräsident. Eine Gastprofessur führte ihn über lange Jahre regelmäßig nach Wien an die dortige Universität der Künste. Richter war außerdem lange Zeit Mitherausgeber von Musik und Bildung und Mitbegründer von Üben und Musizieren. Er arbeitet noch immer als Schriftleiter der Vierteljahresschrift Diskussion Musikpädagogik. Was Karl Heinrich Ehrenfort mit seiner philosophischen Herleitung des hermeneutischen Zirkels zwischen Subjekt und Objekt einforderte, Daran knüpft nun Christoph Richter einige Jahre später an und möchte mit seinem Band die Problematik, wie didaktische Interpretation praktisch durchgeführt und wie sie gelernt werden könne, aufgreifen. Es ist ihm insbesondere ein Anliegen, den Schüler zur Auseinandersetzung mit Musik abzuholen. Warum Richter sich überhaupt so intensiv mit den Ideen der didaktischen Interpretation beschäftigt hat, Darauf geht er rückblickend in dem Buch Musik verstehen von 2012 in persönlichen Worten in der Einleitung ein. Die Frage nach dem Verstehen, die mich in diesem Text beschäftigt und auf die ich mögliche Antworten suche, bewegt mich seit meiner Zeit als Lehrer. Es war die Frage, was meine Schüler, von denen mindestens die Hälfte als Fahrschüler aus den Dörfern Nordschleswigs kamen, am Umgang mit Musik und an meinem Unterricht wirklich interessieren könnte, was sie von einer Beethoven-Sinfonie oder von Bergs Violinkonzert haben könnten. Ich war und wurde zunehmend ratlos, weil ich merkte, dass die damals den Unterricht dominierende Musikwissenschaft mit ihrer Epochen- und Gattungsgeschichte, mit den formalen Formmodellen, mit der allgemeinen Musiklehre nicht den persönlichen Zugang der Schüler zur Musik bieten konnte, der mir vorschwebte. Dies alles ließen die Schüler ich war an einer jungen Schule bestenfalls über sich ergehen. Auch die damals übliche und mögliche Musikpraxis ging auf die Dauer nicht über ein Spaßerlebnis mit Kurzzeitwirkung hinaus. Eine nachdenkliche Musikdidaktik gab es kaum. Sie war jedenfalls nicht Gegenstand meiner Ausbildung gewesen. Aus dem Unbehagen an der Unterrichtswirklichkeit einerseits und andererseits der Begegnung mit Ehrenforts Band von 1971 sind also die Überlegungen zur didaktischen Interpretation entsprungen. Werfen wir zunächst auch hier einen Blick auf das Originalbuch aus dem Jahr 1976. Die 130 Seiten sind unterteilt in einen ersten theoretischen Teil, der nur ca. 30 Seiten umfasst. Danach folgen zwei Unterrichtsmodelle, in denen Richter die entwickelte Systematik der didaktischen Analyse praktisch an zwei Beispielswerken durchführt. Im Laufe der Jahrzehnte hat er eine Vielzahl an weiteren Beispielanalysen veröffentlicht. Auch in dem oben erwähnten aktuellsten Buch von 2012 finden sich zehn dort als hermeneutische Interpretationen bezeichnete Beispielanalysen. In diesem Video werde ich mich größtenteils auf die Vorstellung seiner theoretischen Ideen beschränken. Falls Sie Interesse an Beispielinterpretationen haben, empfehle ich Ihnen den Blick in Richters zahlreiche Schriften hierzu. Ganz im Sinne des Zeitgeistes geht auch Richter im Übrigen an einigen Stellen auf die Gefahren der Vermarktung von Musik ein und nimmt dabei Gedanken von Ehrenfort und alt wieder auf. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, können Sie auch hier wieder das Bonusvideo anhören. Richter beginnt den theoretischen Teil des Buchs mit der Eingrenzung auf einen für ihn wesentlichen Bestandteil der Musikdidaktik, die planende und vorbereitende Ableitung von Unterricht aus den Gegenständen des Faches. Aus diesem didaktischen Feld, in welchem die Lehrkraft sich ständig in der Vorbereitung und Planung befindet, greift Richter bewusst wiederum nur den von ihm als Mittelstück bezeichneten Teil heraus, indem die fachwissenschaftliche Beschäftigung mit einem Musikstück übergeht in die Überlegung zur Vermittlung dieses Stücks. Dieser mittlere Bereich setzt sich für ihn ab von der rein musiktheoretischen und musikwissenschaftlichen Analyse, ist aber andererseits auch abgelöst von konkreten methodischen und organisatorischen Planungsschritten für die Unterrichtsstunde. Ich nehme mich vielmehr eines Mittelstückes aus dem didaktischen Denkzusammenhang an. Dabei handelt es sich um den Versuch, jene Stelle zu erfassen, an der die fachwissenschaftliche Untersuchung von Gegenständen für den Musikunterricht übergehen muss in Gedanken darüber, inwiefern und in welcher Weise diese Gegenstände die Vermittlung von Musikverstehen gestatten. Mein Ansatz ist also die Sache das einzelne Musikstück oder das musikalische Phänomen. Und zwar in einem Zustand, in dem man noch nicht von ihr sagen kann, ob und wie mit ihr oder von ihr ausgehend eine sinnvolle Vermittlung zwischen Schüler und Musik und ihrem Wesen möglich sein wird. Diese derart abgegrenzte Strecke des didaktischen Arbeitens nennen wir Didaktische Interpretation. Und wir pflegen mit diesem Begriff jenen Vermittlungsversuch gegen die musikalische Analyse der Fachwissenschaft einerseits und andererseits gegen methodische und organisatorische Überlegungen für den Unterricht abzusetzen. Für Richter ist es wichtig, der Frage nachzugehen, wie Sache und Schüler gleichberechtigt zusammenkommen können. Der Schüler oder die Schülerin sollen einen Gewinn an Erfahrung und Verstehen haben. Gleichzeitig soll aber auch die Sache Musik weder einer Pädagogisierung noch dem Interesse irgendwelcher Verhaltensnormen zum Opfer fallen. Diese Brücke der didaktischen Interpretation wird durch die Vermittlungsqualitäten vor allem der Lehrkraft geschlagen. Und der Autor nennt hier insbesondere zwei Aspekte. Erstens die Sache. Also, das Musikstück selbst oder das musikalische Phänomen muss befragt werden, welche Qualitäten ihm selbst bereits innewohnen. Welche Aspekte machen gerade dieses Werk einmalig? Was kann man durch das Stück über das Wesen von Musik allgemein lernen? Und was vermittelt das Werk über seine Eingebundenheit in eine bestimmte kulturhistorische Umgebung an Wissen über seinen Entstehungskontext? Zweitens. Die Lehrkraft ist in der konkreten Unterrichtssituation als Vermittler zwischen der Sache Musik und den Interessen und Bedürfnissen der Schülerinnen tätig. Hierin ist er oder sie aber nur als Vermittler zweiter Instanz tätig. Wichtiger dagegen ist die Aufgabe der Lehrkraft in der Vorbereitung des Brückenschlags, nämlich in der didaktischen Interpretation im Vorfeld des Unterrichts. Richter geht dann in einem Exkurs genauer auf den Begriff der Vermittlung ein, wobei hier wieder deutlich wird, dass die Vermittlung niemals als Selbstzweck in den Vordergrund treten darf, sondern immer lediglich dem wichtigsten Zweck dienen soll, Schülerinnen zu selbstständigem Verstehen und Verhalten gegenüber den unverkürzten Sachen zu befähigen. Keinesfalls soll hier ein pädagogischer Umgang mit Musik geschehen. Diesen pädagogischen Umgang bezeichnet Richter als schädlich. Wer dazu noch einmal Richter's eigene Worte hören möchte, kann gerne das Bonuszitat anschauen. Richter sieht in der didaktischen Interpretation die Notwendigkeit, dass Lehrkräfte die Musikstücke daraufhin untersuchen, welche Erfahrungsmöglichkeiten sie für die Schülerinnen enthalten und sie diese dann im Vorfeld des Unterrichts freilegen. Im Gegensatz dazu sieht er zwei andere Umgangsweisen als gefährlich an, die für ihn in der Musikdidaktik seiner Zeit durchaus üblich sind. Zum einen benennt er die Gefahr der Abbilddidaktik, in der Inhalte aus der Fachwissenschaft direkt als Lernziele auf Unterricht übertragen werden. Wir haben dieses Phänomen schon einmal bei der Orientierung am Kunstwerk kurz angesprochen. Hierdurch käme es zu einer Ausrichtung des Unterrichts ausschließlich an den musikwissenschaftlichen und musiktheoretischen Bestandteilen der Musik und damit gleichzeitig zu Langeweile und Überforderung bei den Schülerinnen, denen die Musik fremd bleibt. Zum anderen warnt er vor einer pauschalen Übernahme von Rezepten für die konkrete Unterrichtsdurchführung. Hier wird das Vorgehen wichtiger als der Gegenstand selbst. Auch dieser Umgangsweise wirft Richter vor, dass die Sache im Zustand eines Objekts verharrt und der Bezug zu den Schülern und Schülerinnen verloren geht. Beiden Vorgangsweisen bescheinigt Richter, dass sie auf das Rückenglied verzichten, welches das Attribut didaktisch mit Recht tragen dürfte. An dieser Stelle seien mir ein paar Gedanken zum zweiten Kapitel gestattet, die nicht direkt im Zusammenhang mit dem Konzept der didaktischen Interpretation stehen. In diesem Abschnitt, so circa auf den Seiten 22 bis 30, beschäftigt sich Richter eingehender mit den fachwissenschaftlichen Zugängen zur Musik, also Musiktheorie und Musikwissenschaft, und schlägt hier auch einen größeren Bogen zu Beobachtungen einer Wissenschaftskrise im Allgemeinen. Die Gefahr liegt für ihn darin, dass in den Wissenschaften durch die genaue Analyse und den Versuch der objektiven Sicht auf Phänomene und Gegenstände eine saubere, gleichzeitig aber auch eingeengte Wirklichkeit hergestellt wird. Er beschreibt dies als ein grundlegendes Problem des Systems. Für ihn kann es in der Folge zu einer Isolierung der Sachen aus ihrem Lebenszusammenhang kommen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann versteckt sich dahinter auch eine Kritik eines eher naturwissenschaftlich geprägten Wissenschafts- und Forschungsbegriffs. Ich glaube, dass Richter befürchtet, dass bei einer Übertragung dieser Prinzipien auf den Musikunterricht das subjektiv musikalische Empfinden und Erleben als Basis von Erfahrungen abgewertet wird zugunsten rein formaler, fachwissenschaftlicher Fakten. In dem Buch bleibt er aber nicht bei diesem Exkurs stehen, sondern schließt noch eine weitere Forderung an. Die Musikdidaktik solle als Teilbereich der Musikwissenschaft behandelt werden und nicht als eigenständige Wissenschaft oder gar als Teil der Erziehungswissenschaft, weil sie immer beides im Blick haben muss, die Sache selbst und gleichzeitig ihre Vermittlungsqualitäten. Richter selbst schreibt schon 1976, dass seine Ansicht in dieser Sache nicht unumstritten ist. Und man kann heute sagen, dass sich die Musikdidaktik nicht nur als ein Teilbereich dem Feld der Musikpädagogik zuordnen lässt, sondern dass die Musikpädagogik sich insgesamt mehr oder weniger vollständig von der Musikwissenschaft als Disziplin verselbstständigt hat. Ein Blick auf die Institute von Universitäten und Musikhochschulen zeigt dies ebenso wie der Blick auf Fachverbände oder Zeitschriften. Die Aufgaben der wissenschaftlichen Disziplinen haben sich mehr und mehr voneinander abgelöst und damit ganz anders entwickelt, als Richter dies sich wünschte. Im vierten Kapitel führt Richter einen weiteren Begriff ein, der für ihn als Schlüsselbegriff in der didaktischen Interpretation wirkt, den der Erfahrung. Für ihn hat das Wort in diesem Zusammenhang drei Vorteile. Erstens, Erfahrung umfasst alle Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Begegnung mit einem Gegenstand. Neben der kognitiven Erkenntnis, also auch die körperlich-motorischen und die emotional-affektiven. Damit erhofft er sich eine Aufhebung der Trennung von sinnlichen und geistigen Aspekten musikalischer Wahrnehmung. Auf diese Weise kann seiner Meinung nach Erfahrung auch über das hermeneutische Verstehen hinausgehen. Zweitens, Erfahrung ist etwas, was in beide Richtungen verläuft. Die Sache teilt sich mir mit und ich gehe aktiv an die Sache heran, um sie kennenzulernen. In dieser Doppelseitigkeit ist prinzipiell auch eine Veränderung der Sache durch die Personen, die die Erfahrung machen, enthalten. Drittens. Erfahrungen können über das Exemplarische eines Werkes zu Repräsentanten von Welt werden, wobei diese Welt einerseits diejenige des Werkes, aber auch diejenige des Betrachtenden bezeichnen kann. Richter unterscheidet dann drei Arten von Erfahrungen, die mit musikalischen Gegenständen gemacht werden können. Erstens musikalische, materiale und musikalisch-technische Erfahrungen des Gegenstandes, das Wissende, Verstehen und Erkennen, wie die Sache gemacht oder zu machen ist, der Sachverhalt. Zweitens allgemeinmusikalische Erfahrungen, das Wesen von Musik, an der Sache erfahren, was Musik ist und bewirkt. Drittens. Allgemeine Erfahrungen etwa philosophischer, kulturgeschichtlicher, geschichtlicher, gesellschaftlicher, psychologischer und privater Art Erfahrungen von der Welt der Sache Erfahrungen von meiner Welt, worauf die Sache verweist, was die Sache repräsentiert im wörtlichsten Sinne im letzten zentralen schritt entwirft richter dann ein modell für den prozess der didaktischen interpretation von musik dieses modell besteht aus insgesamt neun schritten, wobei er die oberen ersten vier als der theoretischen musikdidaktik zugehörig beschreibt und als bereich der erfahrung benennt. hier steht der Blick der Lehrkraft auf das Werk an sich mit seinen innewohnenden Vermittlungsqualitäten im Zentrum. Zunächst soll die Lehrkraft die Erstbegegnung mit dem Werk möglichst voraussetzungslos vornehmen und ihr eigenes Vorverständnis klären. Dann kommt im zweiten Schritt die Sachklärung, also eine musiktheoretische Analyse. Im dritten Schritt soll die Interpretation folgen, wobei hier einzelne Aspekte sowohl als das Ganze des Stückes bedacht werden sollen. Im letzten Schritt beginnt bereits der Bereich der didaktischen Brücke, in dem die Lehrkraft überlegen soll, welche Erfahrungen das Subjekt mit dem Stück machen kann, unterteilt in die eben beschriebenen drei Arten. Dann sollen darüber hinaus aber parallel wirkende Stücke hinzugezogen werden, Beispiele aus anderen Fachgebieten oder übergreifende Erfahrungen überlegt werden. Die unteren fünf Schritte bezeichnen nun den Bereich der didaktischen Vermittlung. Hier soll immer weiter auf die konkrete Lerngruppe und die Bedingungen der Schüler und Schülerinnen eingegangen werden. Im fünften Schritt sollen zunächst verschiedene Alternativen entwickelt werden, jeweils mit eigenen Zielen versehen. Im nächsten Schritt werden die Themen den einzelnen Lerngruppen entsprechend ausgewählt, damit die Schülerinnen dort abgeholt werden können, wo sie stehen. Im siebten Schritt werden dann erst die Themen zu Unterrichtsreihen oder Stunden weiterentwickelt und im achten erfolgt dann die genaue Auswahl und Anordnung von Materialien und Aktionen. Erst im letzten Schritt werden die konkreten Methoden Aktions- und Sozialformen entschieden. In diesem Modell liegt für Richter die Chance, den Kurzschluss zwischen der Sache und der Vermittlung zu verhindern, indem die Erfahrungen selbst als Brückenschlag wirken. Nur indem die Analyse von einer sorgfältigen Prüfung ihrer Möglichkeiten zur Erfahrung begleitet wird, können daraus Alternativen für den Unterricht durchdacht und die für die Schülergruppe passende Variante ausgewählt werden. Lassen wir Richter selbst sprechen. Der zu Beginn der Ausführungen demonstrierte und beklagte Kurzschluss zwischen der Sache und ihrer Vermittlung wird aufgehoben durch den Brückenschlag von den Erfahrungen, die man mit der Sache machen kann, zu ihrer Formulierung als mögliche und alternative Unterrichtsthemen. Jene Erfahrungen sind derart als Unterrichtsthemen zu formulieren, dass das an der Sache zur Erscheinung gelangt, was sie von sich, von ihren außenbedingungen von welt und für selbstverstehen vermitteln können in Klammern exemplum im unterricht selbst wünscht er sich dass es zu einer verschmelzung des schülerhorizontes mit der erfahrung kommt die der gegenstand vermittelt abschließend betont richter noch einmal dass alle neuen schritte also auch eine intensive fachwissenschaftliche auseinandersetzung mit jedem musikstück zu den Aufgaben der Musiklehrkraft gehören. Damit stellt die didaktische Interpretation für ihn gleichzeitig auch ein wesentliches Kernstück der Lehrerbildung und Weiterbildung dar. Am Ende dieses Moduls wenden wir uns der Kritik an der didaktischen Interpretation zu, denn das Konzept wurde innerhalb der Musikpädagogik immer wieder lebhaft diskutiert und hat nicht nur die Lehrerbildung über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt. Trotzdem wurden natürlich auch einige, nennen wir es, Schwachstellen der Konzeption aufgezeigt. Mein Vorschlag wäre, dass Sie das Video einmal an dieser Stelle anhalten und sich zunächst selbst ein paar Gedanken darüber machen, was Ihnen selbst bei der Vorstellung des Konzeptes an möglichen Hindernissen oder Problemen aufgefallen ist. Natürlich können Sie auch sofort weiterschauen, aber hier bietet sich eine Gelegenheit, Ihr selbstständiges pädagogisch-didaktisches Denken zu schulen. Zunächst einmal zu den guten Nachrichten. Ehrenfort und Richter haben mit den Überlegungen zur didaktischen Interpretation ein Problem angepackt, welches Richter aus seinem eigenen Unterricht als Unbehagen mitgenommen hatte. Wie kommt der Schüler oder die Schülerin zur Musik? Wie kann man ihn oder sie für jahrhundertealte Werke begeistern, die ihrer heutigen Lebens- und Musikwelt vielleicht doch sehr fern sind? indem Ehrenfort und Richter den hermeneutischen Zirkel und die Begegnung von Werk und Schüler in das Zentrum der didaktischen Interpretation stellten, haben sie einen wichtigen Schritt von der reinen Orientierung am Kunstwerk hin zu einer Musikpädagogik unternommen, die auch die Bedingungen des Subjektes in den Blick nimmt. Aber in den Werken der beiden bleibt immer noch der Anspruch, dass der Horizont des Schülers oder der Schülerin am Ende mit dem des Werkes verschmilzt, wie Richter es ausdrückt. Die Bewegungsrichtung, die eingenommen werden sollte, ist also klar. Der Schüler muss am Ende das Werk verstehen. Hier wird deutlich, dass der Anspruch des Abholens natürlich schon ein Fortschritt ist, aber doch klar ist, dass damit der Anspruch des Kunstwerks am Ende doch im Zentrum steht. Damit einhergehend fällt auch auf, dass die beiden Autoren an keiner Stelle genauer angeben, wie denn die Lehrkraft die Werke nun auswählen soll, die didaktisch interpretiert werden sollen. Ein Blick auf die Werkliste, die in Richters Schriften zusammenkommt, macht deutlich, dass hier ein sehr traditioneller Musikbegriff vorherrscht. Außereuropäische Musik, Popmusik oder unbekanntere Komponisten und Komponistinnen sucht man vergeblich. Auf diesen Kritikpunkt geht Richter auch in dem Buch von 2012 ein und gibt zu, dass dieser Umstand seiner persönlichen Prägung entsprungen ist, aber grundsätzlich alle Musikstile für didaktische Interpretation denkbar wären. Für mich ist aber nun gerade nicht klar, ob sich alle Musiken für so eine Form der didaktischen Interpretation überhaupt eignen. Gerade die ersten vier Schritte des Modells der Bereich der Erfahrung sind doch so eindeutig von einem westlichen Blick auf musikalische Analyse geprägt, dass ich mich frage, ob man damit das Wesen von Musik, die ganz anders funktioniert, überhaupt angemessen erfassen kann. Ein zweiter kritischer Punkt ist, inwieweit die Person der Lehrkraft mit ihrer je eigenen Subjektivität in dem Modell angemessen mitgedacht wird. Eigentlich soll ja die Lehrperson im ersten Schritt des Modells eine vorurteilsfreie Erstbegegnung mit dem Stück vornehmen. Nur in der Regel kann sich die Lehrkraft die Stücke ja oftmals frei auswählen. Wird man dann im stressigen Unterrichtsalltag wirklich etwas wählen, was man selbst noch gar nicht kennt? Oder bleibt man doch, sei es aus Bequemlichkeit oder aus zeitökonomischen Gründen, nicht doch gern und oft bei seinen Leisten? Damit zusammenhängend steht auch der nächste Kritikpunkt, den man der Konzeption vorhalten kann. Wie realistisch ist es, dass eine Lehrkraft, die bis zu 27 Stunden Unterricht pro Woche vorbereiten und halten muss, von den anderen Aufgaben einmal ganz abgesehen, die Zeit hat, sich so intensiv mit jedem Werk zu beschäftigen und eine musikwissenschaftliche Analyse vorzunehmen? Und was ist mit Lehrkräften, die überhaupt fachfremd unterrichten oder im Rahmen ihrer Ausbildung vielleicht kein umfassendes musikwissenschaftliches Handwerkszeug vermittelt bekamen? Ist das Konzept nicht insgesamt eine Überforderung von Lehrpersonen? In dem die Wissenschaft und die Universität auf den ganzen Stapel an Erziehungs- und Bildungsaufgaben auch noch die Fachwissenschaft obendrauf stapelt? Auch im hermeneutischen Zirkel fehlt für mich die Person der Lehrkraft oder zumindest ist ihr Platz zu wenig deutlich. Wo genau befindet sie sich in der Bewegung zwischen Objekt Musik und Subjekt Schüler? Ein weiterer Punkt, der zwar einmal gestreift wird, aber in seiner Auflösung in der Praxis unklar bleibt, ist der Umgang mit der Lerngruppe. Wie kann eine Lehrkraft die Begegnung zwischen Werk und Personen gestalten, wenn doch die Voraussetzungen, die Horizonte, Vorlieben und Persönlichkeiten der Schülerinnen so verschieden und vielfältig sind? Welche Bedeutung hat die didaktische Interpretation, wenn nicht mehr zwischen einem Stück und einem Schüler, sondern zwischen einem Stück und 30 Schüler und Schülerinnen vermittelt werden sollen. Und doch, bei aller möglichen Kritik, die man an der didaktischen Interpretation üben kann, so bleibt für mich im Kern ein wertvoller Gedanke enthalten, der das Handeln, Denken und Planen von Lehrkräften leiten kann. Das Verstehen von Musik ist kein einseitiger Prozess, sondern Verstehen findet unter vielen Bedingungen statt, die die Subjekte dieses Verstehens ebenso mit einbeziehen muss wie die Musik selbst. Damit sind wir am Ende des dritten Moduls angelangt. Das war der historische Überblick über die didaktische Interpretation im Musikunterricht. Auf Wiedersehen!